Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 44, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend 10 Jahre duales Studium. Hessen ist eine Erfolgsgeschichte, Drucksache 19/6165 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 60, Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend duales Studium stärken, Drucksache 19/6191 aus 19. Und erster Redner ist Kollege Hofmeister für die Fraktion der CDU. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag eine Studie, die auf zunehmende Belastungen für unsere Wirtschaft durch den Fachkräftemangel hinweist. Sinkende Wachstumspotenziale, Hemmnisse für Investitionen und Innovationen werden darin betont. Als einen Hauptgrund führt die Studie den demografischen Wandel an. So sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Derks kurz und knapp dazu, wir haben einfach zu wenig Leute. Daher müssten sich die Unternehmen durch verschiedene Maßnahmen dem Wettbewerb um Arbeitnehmer stellen, sei es durch Attraktivitätssteigerungen in den Unternehmen selbst oder auch eben durch die frühzeitige Gewinnung von potenziellen Fachkräften. Diese kurze Problembeschreibung betrifft aber natürlich nicht nur die Wirtschaft, sondern selbstverständlich auch die Politik auf allen Ebenen, um die Rahmenbedingungen so weiterzuentwickeln, dass junge Menschen einen möglichst guten und auch passgenauen Einstieg in die Berufswelt finden. In den vergangenen Debatten, gerade auch heute Morgen, haben wir uns unter anderem über die Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Ausbildung, über die notwendige und weiter zunehmende Durchlässigkeit zwischen diesen beiden Wegen ausgetauscht oder aber auch über die Frage, wie junge Menschen Orientierung finden, wenn die Erwartungen eines begonnenen Studiums doch nicht erfüllt werden und möglicherweise ein Studienabbruch und ein Umstieg aus dem akademischen in das berufliche Bildungssystem angezeigt werden. Eine Aufgabe, der sich unsere Hochschulen gemeinsam mit den Kammern zunehmend stellen und hier auch deutlich neue Konzepte entwickeln. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitswelt ist durch die Demografie und nicht zuletzt durch die Digitalisierung einem Wandel unterworfen, der bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften sowie auch deren Weiterbildung, auch diesen Aspekt darf man nicht vergessen, neben den klassischen Ausbildungswegen im akademischen und dualen beruflichen Bereich neue und innovative Ansätze erfordert. Und ein hervorragendes Beispiel ist hierfür das duale Studium Hessen, welches wir heute mit diesem Setzpunkt als ein Erfolgsmodell in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Dualstudierende profitieren von der engen Verbindung von theoretischem Fachwissen und der Praxis im Betrieb. Dieser besondere Ausbildungsweg kombiniert auf, wie ich finde, einmalige Weise die akademische Ausbildung eines Studiums mit den hohen Praxisanteilen der betrieblichen Praxis. Als Abgeordneter aus Mittelhessen, aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, konnte ich in den letzten Jahren die Arbeit der Technischen Hochschule Mittelhessen mit dem dualen Studienmodell Studium Plus kennenlernen. Bei Firmenbesuchen in der Region trifft man zunehmend auch Dualstudierende der THM und natürlich auch bereits zahlreiche erfolgreiche Absolventen von Studium Plus. Im Gespräch mit den Leitungen der Unternehmen hört man praktisch durchgehend eine große Zufriedenheit mit diesem Angebot. In den Gesprächen kommen immer wieder die sich stark verändernde Arbeitswelt und die schon in den vergangenen Jahren gestiegenen Anforderungen von Unternehmen an ihre Beschäftigten zur Sprache. Und wir wissen das doch alle und erleben es bei unseren Terminen in den Wahlkreisen, dass auf jeglichen Qualifizierungsebenen neben dem Fachwissen zunehmend auch größere Selbstständigkeit und eigenverantwortliches Handeln gefragt sind. Der Bedarf der Unternehmen an aktuellem Wissen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf akademischem Niveau nimmt weiterhin zu, ob es uns passt oder nicht. Diese Entwicklungen erfordern deshalb, wie bereits angeführt, auch eine bessere Durchlässigkeit zwischen der beruflichen und der akademischen Bildung sowie eine stärkere Praxisorientierung der Studieninhalte. Das duale Studium ist für Unternehmen wie Studenten, Studierende eine Antwort hierauf. Es verzahnt wissenschaftliche Fundierung einerseits und betriebliche Praxis andererseits miteinander und schlägt auf diese Weise eine tragfähige Brücke zwischen beruflicher
und akademischer Bildung. Das ist ein gutes, sehr gutes Modell. Ja, es ist ein Erfolgsmodell, auch hier in Hessen. Qualifizierte Nachwuchskräfte sammeln möglichst früh große Praxiserfahrungen in einem Unternehmen. Unternehmen sichern sich aktuelles theoretisches Fachwissen und können die Dualstudierenden frühzeitig an sich binden, um damit den eigenen Fachkräftebedarf zu decken. Die Erfahrungen zeigen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Weg eines dualen Studiums gegangen sind, oftmals eine hohe Identifikation mit ihrem Betrieb entwickeln. Das ist eben in den Zeiten des Kampfs um Fachkräfte auch ein wichtiger Faktor für die Unternehmen. Und zudem, das sollte man auch angesichts unseres erfolgreichen LOEWE-Programms nicht vergessen, durch das Modell naturgemäß eine enge Verbindung zwischen den Unternehmen und Hochschulen entsteht. Und das ist nun einmal in Zeiten des Wissens- und Technologietransfers auch eine besonders positive Nebenwirkung an der Stelle dieses Modells. Und ich darf daher feststellen, dass das duale Studium einen Austausch sichert, von dem alle Beteiligten profitieren. Das zeigt sich in den letzten 10 Jahren, denn die Kampagne Duales Studium Hessen feiert in diesem Jahr ihren 10. Geburtstag. Sie stellt die Dachmarke für aktuell rund 130 duale Studienmöglichkeiten in Hessen dar. Hessen hat dabei frühzeitig einheitliche Qualitätsanforderungen entwickelt, in denen Aussagen zur Regelung des Praxisumfanges, zur Anrechnung von ECTS-Leistungspunkten für die Leistungsnachweise in der Praxisphase oder zur Bildung von Gremien zwischen Bildungsanbietern und Praxispartnern getroffen werden. Diese Qualitätsanforderungen sind eben Beispiele für Rahmenbedingungen, von denen ich vorher sprach, welche Politik mit den Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft setzen kann, um ein bereits hochentwickeltes Ausbildungssystem erfolgreich weiterzuentwickeln. Die Einbindung regionaler Unternehmen als tragende Säulen in die Gesamtkonzeption des dualen Studiums bringt dazu den Ertrag, Fachkräfte zu sichern bzw. passgenau heranzuziehen und für junge Menschen im ländlichen Raum gerade auch weitere attraktive Zukunfts- und Berufsperspektiven zu eröffnen. Für die Unternehmen wiederum ist eine Einbindung in duale Studienangebote auch ein Kriterium zur Standortsicherung, da die Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung über diese Modelle eben erleichtert wird. Lassen Sie mich die enge Verbindung zwischen Hochschule und Unternehmen an einem Beispiel noch deutlich machen. Inzwischen weiß z. B. das bereits erwähnte duale Studienangebot Studium Plus der Technischen Hochschule Mittelhessen am Campus Wetzlar und den 6 Außenstellen in Bad Hersfeld, Bad Vilbel, Bad Wildungen, Biedenkopf, Frankenberg und Limburg nach letzten Angaben der Hochschule über 1.325 Studierende auf. Gemeinsam mit der THM sind 750 Partnerunternehmen aktiv, um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Und diese hohe Zahl von Unternehmen ist eben ein guter Beleg für die bereits angeführte enge Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft. Und eine Bemerkung zu dem Konzept der Außenstellen der THM bzw. Studium Plus will ich mir auch noch erlauben. Die Standortkommunen werden durch die Außenstellen nicht zu Hochschulstädten oder gar Universitätsstädten, wie es manchmal in der ersten Euphorie in den Medien zu lesen ist oder auch in der einen oder anderen Debatte vor Ort zu hören war. Aber die Außenstellen sind natürlich lohnende Elemente, um eine attraktive Bildungslandschaft in der Fläche anzubieten und auch eine wohnortnahe akademische Ausbildung für junge Menschen zu bieten. Das ist eben auch ein Beitrag, um in der Fläche im ländlichen Raum hier eine breite Bildungslandschaft anzubieten und zu sichern. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir können hier allen Akteuren aus den Hochschulen, den Berufsakademien, den Unternehmen, den Wirtschaftsverbänden in den Regionen sowie den beteiligten Ministerien auf Landesebene, dem Wissenschaftsministerium, dem Wirtschaftsministerium sowie dem Kultusministerium dafür danken, dass aus dem Ansatz eines dualen Studienmodells eine Erfolgsgeschichte entwickelt wurde. Mittlerweile haben 10.000 Absolventen auf diese Weise ihren beruflichen Weg begonnen. Duales Studium Hessen ist damit ein Qualitätssiegel geworden, auf das wir als Bundesland Hessen und alle daran Beteiligten wirklich stolz sein können. Es ist klar, das Erfolgsmodell Duales Studium Hessen gilt es weiter zu fördern, um dann dauerhaft einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in unserem Land zu leisten und damit zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Dafür werden wir als Koalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN auch zukünftig einstehen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank,
Das Wort hat die Frau Kollegin Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Erst einmal herzlichen Glückwunsch möchte ich all den Akteuren des dualen Studiums zu 10 Jahren erfolgreiche Umsetzung sagen. Denn das duale Studium ermöglicht eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisnahe Ausbildung, in denen eben Theoriephasen und Praxiseinheiten in den Hochschulen und Berufsakademien und im Unternehmen abwechseln. Damit, meine Damen und Herren, ist das duale Studium ein Erfolg und stellt eine Win-Win-Situation dar. Als oftmals dezentrales Angebot ist das duale Studium ein Plus für Unternehmen, weil der Nachwuchs rasch einsteigen kann und Wissenstransfer stattfindet. Es ist aber auch ein Plus für die Studierenden, weil sie praxisnah und regional eine Hochschulbildung absolvieren können. Das ist ein toller Karrierestart und mit gleichzeitiger Anbindung im Unternehmen. Hessische Hochschulen und Berufsakademien weisen zudem vor allen Dingen Fachbereiche auf, die an Universitäten kaum bis gar nicht vorhanden sind. Und in letzter Zeit wurden 132 zusätzliche zukunftsfähig neu entwickelte Studiengänge entwickelt. Das ist ein tolles Fund. Und beispielsweise haben wir hier auch in den Gesundheits- und Pflegewissenschaften sowie in der sozialen Arbeit ganz viele neue Angebote. Gerade solche Fachbereiche sind ganz wichtig mit einem praxisnahen Studienformat, denn so können adäquate Fachkräfte frühzeitig an die Einrichtungen gebunden werden. Und vor allen Dingen kann auch die Zukunftsfähigkeit unserer ländlichen Räume gestärkt werden, meine Damen und Herren. Das duale Studium bietet eine hervorragende Möglichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren, sie zu qualifizieren. Das fördert letztendlich die regionale Wertschöpfung und den Wissenstransfer. Das kommt den Regionen zugute, wo die Angebote vorhanden sind. Denn, meine Damen und Herren, wenn junge Erwachsene, beispielsweise wie in Frankenberg oder Bad Wildung oder Herr Hofmeister hat Limburg angesprochen, bei der THM eine qualifizierte Ausbildung und Karrierechancen erhalten, bleiben sie in ihrer Heimat im ländlichen Raum, sind weiter in Vereinen engagiert, beleben das Gemeinwesen, bauen ein Haus, kaufen ein, sind Teil der Gesellschaft. Sie wandern nicht ab, sondern bleiben wertvoller Bestandteil unserer Region. Und das in Zeiten des demografischen Wandels ist essentiell. Das ist ein Erfolg. Deswegen danken wir allen beteiligten Akteuren, vor allen Dingen aber den Sozialpartnern bzw. den Unternehmen für ihr Engagement. Denn die haben duales Studium zum Erfolg gemacht. Ich möchte aber noch einmal auf Vorteile, Nachteile und Verbesserungsoptionen eingehen. Allgemein ist es so, dass die Studierendenzahl angestiegen ist, so auch im dualen Studium. Erst gestern haben wir bei den Hessischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften erfahren können, dass in den letzten 10 Jahren ein Anstieg der Studierenden um 83,76% zu verzeichnen ist. Im gleichen Zeitraum ist aber die Anzahl der Professuren nur um 15,18% gestiegen. In Ihrem Punkt 2 nehmen Sie die intensive Betreuung der Studierenden auf. Also, wenn die Studierendenzahl so gewachsen ist, müsste ja auch die Anzahl der Professoren gewachsen sein. Das ist nicht so. Und laut der Aussagen der Präsidentinnen und Präsidenten unserer Hochschulen ist es so, dass wir momentan im Bundesvergleich auf drittletzter Stelle uns befinden, meine Damen und Herren. Und ich glaube, hier ist Handlungsbedarf und ganz viel Luft nach oben. Dennoch ist das duale Studium ein großer Erfolg und hat viele Vorteile. Man kann während des Studiums schon viel Praxiserfahrung und Berufserfahrung sammeln. Das ist für die Unternehmen gut, weil sie einfach bei der Einarbeitungsphase in die Tätigkeit weniger Personal aufwenden müssen bzw. zeitliche, personale und finanzielle Ressourcen sparen können. Für die Studierenden ist das prima, weil sich die Chance ergibt, im gewünschten Beruf relativ schnell einsteigen zu können.
und das ist ein Vorsprung auf dem Arbeitsmarkt bzw. kann ein Vorteil bedeuten. Doch bei einem dualen Studium legen sich Studierende auch von Beginn an fest. Sie haben Tätigkeitsschwerpunkte. Das heißt, man kann weniger flexibel wechseln als in einem Studium an der Universität. Bei einem dualen Studium kann der Tätigkeitsschwerpunkt, wenn man den wechseln will, zu einem Abbruch führen. Und Abbruch, das ist nur schwerlich oder unter hohen finanziellen Kosten möglich. Denn dann müssen Studierende gegebenenfalls die Studierendengebühren, die die Arbeitgeber ja leisten, zurückzahlen. Und das kann zum Umstand führen, meine Damen und Herren, dass sich der duale Student in einer finanziellen Notlage befindet und sich gezwungen sieht, ein begonnenes, aber für sich ja, vielleicht unbefriedigendes Studium beendet. Gerade hier sehen wir als SPD-Landtagsfraktion Möglichkeiten zur Verbesserung. Studierende des dualen Studiums sollen hier unterstützt werden, den Tätigkeitsschwerpunkt wechseln zu können. Wir brauchen auch hier ein durchlässiges Bildungssystem, und wir wünschen uns ein Regelwerk, das die Studierenden in solchen Fällen eben gut wechseln können, meine Damen und Herren. Wichtig wäre uns aber auch, dass das duale Studium in der Schule besser beworben wird. Derzeit wird lediglich eine Empfehlung des Kultusministeriums ausgesprochen, solche Veranstaltungen in Schulverbünden durchzuführen. Da wäre die Motivation und Unterstützung sicherlich ausbaufähig. Neben der Berufsorientierung ist auch die Studienorientierung auch bezüglich des dualen Studiums wichtig und könnte in Schulen fest verankert werden, damit Schülerinnen und Schüler aus dem Gesamtportfolio bestmöglichst und nach ihren individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten ihre berufliche Laufbahn wählen können. Abschließend möchte ich noch einmal ausdrücklich erwähnen, das duale Studium ist eine gute Möglichkeit zur Qualifizierung. Wir wünschen uns aber auch weiterhin eine Qualitätsoffensive der Rahmenbedingungen, denn nicht alle dualen Möglichkeiten sind gleichermaßen hier in Hessen ausgestattet. Wir wollen noch eine bessere Verzahnung von Theorie und Praxis. Wir wollen, dass Studien- und Arbeitsplatzanforderungen berücksichtigt und den Anforderungen optimiert angepasst werden. Wir möchten auch, dass es eine höhere Durchlässigkeit gibt, dass man eben bei Abbruch Hilfestellung bekommt und dass das Land die Bewerbung des dualen Studiums intensiviert. Und dann gibt es noch einen Änderungsantrag der FDP. Das Land sollte nämlich einmal nachdenken darüber, in seinem Rahmen des dualen Studiums, ja, auch Studienmöglichkeiten anzubieten. Denn auch der öffentliche Dienst kann Win-Win-Situationen zur Gewinnung von Personal, glaube ich, ganz gut gebrauchen und auch nutzen. Das fordern wir. Das fordern wir in unserem Ausbildungspapier Ausbildungsgarantie und werden dem FDP-Antrag, der dies auch auffasst, zustimmen. Und last but not least möchte ich noch einmal auf die Betreuungsrelation zurückkommen. Die müssen sich, meine Damen und Herren, wirklich wieder erhöhen. Wir brauchen einfach eine verbesserte finanzielle personelle Ausstattung, damit dies ein wesentlicher Beitrag zum Studienerfolg und zum Erfolg des dualen Studiums insgesamt in Zukunft weiterhin sein kann. Wir stehen zum dualen Studium und in diesem Sinne auf die weitere erfolgreiche Umsetzung des dualen Studiums in unserem Lande Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Bitte sehr, junger Mann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen! Ich finde es schon eigentlich ganz interessant, dass wir jetzt eine sehr ruhige Debatte haben zu dem Diskussionspunkt davor. Dabei knüpft doch beides direkt und unmittelbar aneinander an.
Und wenn man das überlegt, dass, wie erhitzt die Debatte eben war und wie ruhig das und fast nicht von der Wahrnehmung her hier noch irgendwo Aufmerksamkeit hat, meine Damen und Herren, beides gehört unmittelbar zusammen. Und beide Dinge, Probleme sind schon angesprochen worden in der Debatte davor, wie jetzt. Es geht vor allen Dingen um die Frage, wie können wir zukünftig die Fachkräfte sichern, wo können wir Fachkräfte weiterqualifizieren, wo holen wir eigentlich die Potenziale her, die wir für die Unternehmen brauchen. Meine Damen und Herren, dass die Antragsteller von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN einen Antrag, hier einen Entschließungsantrag auf den Weg gebracht haben, der beschreibt alles Richtige. Das sind die Zahlen, die kann keiner in Abrede stellen. Es ist ein Stück weit ein Erfolg, das duale Studium und Studium Plus zum Beispiel, kann ich, wenn ich mich da recht daran erinnere, war das die damalige Staatsministerin Ruth Wagner mit dem Oberbürgermeister Wolfram Dette, die das für Wetzlar auf den Weg gebracht haben. Also, er hat auch eine sehr lange Geschichte. Es waren viele daran beteiligt. Meine Damen und Herren, aber was mich dann schon wundert ist, und auch aus der Rede des Kollegen bin ich da nicht schlauer geworden, es ist eine Beschreibung des Status quo. Es ist eine Beschreibung nach dem Motto, das hatten wir in der Diskussion vorher auch schon, es ist alles gut, wie es ist, und wir wollen auch eigentlich gar nichts ändern. Ich muss sagen, für eine Landes- oder für Fraktionen, die kurz vor einer Landtagswahl stehen und die die Regierung bilden, ist mir das deutlich zu wenig. Sie müssten doch eigentlich beschreiben, wo Sie das Land in der neuen Legislatur hinführen wollen. Meine Damen und Herren, da sind von Ihnen die Ansätze ausgeblieben. Meine Damen und Herren, wir haben über den Aspekt, und Frau Dr. Sommer hat das auch schon gemacht, was die Frage anbelangt, wie können wir denn diese Ausbildungsplätze sozusagen in die ländliche Region bringen. Auf die Bedeutung haben Sie hingewiesen. Und ich glaube, es ist kaum heute Morgen so etwas so deutlich geworden wie die Frage, welche Bedeutung haben zukünftig die Fachkräfte für die Unternehmen, für die mittelständischen Unternehmen, bei den Wachstumspotenzialen, teilweise für die Existenz. Und wenn Sie das dann auf den ländlichen Raum runterbrechen, potenziert sich das Problem nach oben. Das hat nichts damit zu tun, dass eine SPD irgendwo Staub aufwirbeln will, wie das heute Morgen schon einmal hier der Fall gewesen ist, wie es schon einmal gesagt worden ist, oder dass man hier sozusagen Alarm schreien will. Meine Damen und Herren, das ist ein handfestes Problem und wahrscheinlich das Wichtigste, die wichtigste Herausforderung in der Wirtschaftspolitik, vor der wir in den nächsten 10 Jahren stehen. Meine Damen und Herren. Übrigens interessant, dass der Wirtschaftsminister sich in der ganzen Diskussion heute dazu nicht geäußert hat. Man kann sich gerne darüber unterhalten. Der eine mag das gut finden und der andere schlecht, dass wir zu einer Akademisierung immer stärker neigen. Aber, meine Damen und Herren, es ist eben so, dass das duale Studium vor allen Dingen die Vorteile einer praktischen, einer theoretischen, eines Hochschulstudiums miteinander verbindet. Das sind wahrscheinlich die Mitarbeiter, das sind die, ich sage mal, Absolventen, die die Unternehmen am ehesten auch gebrauchen können, weil sie sofort einsetzbar sind. Aber was mir vor allen Dingen hier fehlt, ist eigentlich, welche Rolle spielt denn das Land dabei? Wir haben uns jetzt die ganze Zeit darüber unterhalten, welche Rolle müssen die Unternehmen spielen, was müssen Unternehmen mehr machen. Welche Rolle nimmt eigentlich das Land ein? Und dann finde ich das schon spannend, wenn man sich mit dem einen oder anderen Präsidenten von einer Universität unterhält und über das duale Studium unterhält. Dann sage ich, ja, machen wir ja. Dann sagen sie, wie sieht es denn damit aus mit dem, was das Land da anbietet? Da sagen die, gibt es das? Das gibt es. Meine Damen und Herren, Hessenmobil macht das seit einigen Jahren und sogar einigermaßen erfolgreich. Das findet aber sozusagen unter der Nachweisgrenze statt, unter der Wahrnehmbarkeitsgrenze. Und das finde ich doch sehr, sehr bedauerlich. Das Land Hessen hätte hier an dieser Stelle eine Vorbildfunktion, und nicht nur bei Hessenmobil. Hessenforst könnte das genauso machen. Warum geht denn das Land, die dann ja jetzt hier in einem Jubelantrag die Unternehmen sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Wo ist denn die Erfolgsgeschichte vom Land Hessen beim dualen Studium? Meine Damen und Herren, da bleiben Sie jegliche Antwort schuldig. Wo sind Sie denn eigentlich als Vorbild vorangegangen?
Und meine Damen und Herren, ja, viele wissen das gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Meine Damen und Herren, das Land tritt ja auch an vielen Stellen als Wettbewerber in der freien Wirtschaft sozusagen als Konkurrent auf den Markt und zieht Unternehmen auch hochqualifizierte Arbeitskräfte weg. Wie wäre es denn mal damit, dass das Land selber wieder seine Pflicht nachkommt und ausbildet? Wenn es tatsächlich das Problem ist, dass wir bei Hessenmobil zwar jetzt Geld haben, zwar wissen, dass wir Straßen bauen müssen, dass ich aber bei jeder Plenardebatte um die Ohren gehauen bekomme, dass wir keine Planer haben, frage ich mich, ja, warum bilden wir sie denn nicht aus? Das ist das, was jedes gute Unternehmen macht. Das ist das, was ein jedes gutes Unternehmen macht. Wir können uns als Land nicht mehr darauf verlassen, dass die Unternehmen, die freie Wirtschaft quasi die Fachkräfte ausbildet und zur Verfügung stellt und das Land dann quasi diese Menschen dann absagt. Andersraum wird ein Schuh draus. Andersraum wird ein Schuh draus. Wir müssten eigentlich als Land ein Stück weit mehr Potenziale ausschöpfen. Und das Schöne dabei ist, dass wir die Menschen, die wir vielleicht auch selber ausgebildet haben, mit einem dualen Ausbildung, mit einem dualen Studium, dass sie den Apparat, den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber auch schätzen und kennengelernt haben und dass wir vielleicht dann auch viel stärkere Bindungskräfte entwickeln können und dass wir sie viel schneller einsetzen. Dahin zielt unser Antrag. Meine Damen und Herren, es kommt ja noch mehr dazu, weil wir in der Zukunft werden wir uns, wir reden auch immer über Digitalisierung, wir reden immer darüber, dass wir für die Digitalisierung auch Strukturen brauchen, auch das Land, E-Government. Wir reden über viele Bereiche, wo es wirklich nur wirklich gut bezahlte Fachkräfte auf dem Markt gibt. Und da stehen wir als Land, wenn wir die Herausforderungen der Digitalisierung stemmen wollen, müssen wir selber in diesen Bereich hineingehen. Und auch da bietet sich das Land Hessen selber an, duale Studiengänge zur Verfügung zu stellen, um die eigenen Probleme mal zu lösen, die wir als Land, als Landesverwaltung, als Arbeitgeber hier in Hessen haben. Ich glaube, es ist deutlich mehr, auch als Land zu machen, wenn es da um die Vorbildfunktion geht. Auch, und das ist heute Morgen auch schon einmal angesprochen worden, wie sieht es denn aus mit Menschen, die ein Handicap haben, die eine Behinderung haben? Warum können wir als Land denn nicht voranschreiten und sagen, gerade bei denen setzen wir Schwerpunkte? Bei Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, duale Studiengänge, meine Damen und Herren, Bewerber, die kriegen nicht mehr per se so einen Platz in der freien Wirtschaft. Aber beim Land Hessen könnten wir mit gutem Beispiel vorangehen und gerade den Menschen, die sozusagen nicht sofort auf den ersten Blick die beste Kraft sind, sondern da muss man mal zweimal, muss man mal dreimal hinschauen. Ich glaube, meine Damen und Herren, da könnte das Land auch eine echte Vorbildfunktion einnehmen und diesen Menschen eine echte Perspektive bieten. Das wäre eine Win-Win-Situation für die Herausforderungen, die wir im Land haben und für die jungen Menschen, die wir ausbilden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Abg. Daniel May, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon so viel Lobendes über das duale Studium in Hessen gesagt worden, dass ich erst einmal vorweg sagen kann, alles, was da an Lob gegenüber denjenigen, die duales Studium in Hessen organisieren, dass ich mich dem ganz klar anschließen kann. Das ist hervorragend, was die Hochschulen zusammen mit der Wirtschaft, zusammen mit den Berufsakademien hier auf den Weg gebracht haben. Und auch dafür möchte ich mich zuallererst ganz herzlich bedanken. Um das klar einzuordnen, muss man aber, glaube ich, auch in einer Debatte um das duale Studium ganz klar sagen, duales Studium ergänzt das Studienangebot, aber es ist kein Element, was andere grundständige Studiengänge, Vollstudiengänge an Hochschulen und Universitäten ersetzen sollte, weil das eben gerade in der Rede vom Kollegen Lenders ein Stück weit so angeklungen ist, wenn Sie z. B. fordern, dass die
Ausbildung derjenigen, die bei Hessen Forst arbeiten, wäre das in der Tat ein Systemwechsel. Da müssen Sie noch einmal darüber nachdenken, ob Sie von der universitären Ausbildung im Forst weg wollen mit anschließendem Referendariat und das in ein duales Studium überführen wollen. Das hat mich jetzt erst einmal so nicht überzeugt. Von daher ist es wichtig zu sagen, duales Studium ersetzt nicht grundständige Studiengänge, sondern ist eine sinnvolle und wertvolle Ergänzung zu den klassischen Studiengängen. Es ist eine Ergänzung, die den Betrieben die Möglichkeit schafft, ihren Beschäftigten während ihrer Tätigkeit im Unternehmen sich zu qualifizieren und einen akademischen Abschluss zu erreichen. Und damit ist es, glaube ich, in der Tat ein wichtiger Baustein, um den Wissenstransfer von Hochschule in die Praxis, aber genauso wichtig, von der Praxis zurück an die Hochschule zu beschleunigen und zu intensivieren. Denn das geschieht ganz praktisch darin, dass die Dualstudierenden eben Probleme aus ihren Einrichtungen und Betrieben, es sind nicht nur Betriebe, es sind auch andere Einrichtungen, wenn Sie in Richtung soziale Arbeit denken, dass sie das eben Probleme aus ihrer Praxis eben in Studienarbeiten, in Bachelorarbeiten, in Masterarbeiten überführen und damit eben auch den Wissenstransfer zwischen Hochschule und Praxis intensivieren. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass das auch unsere Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer breiter aufstellt und dass das eben auch die anwendungsbezogene Forschung stärkt. Von daher sind die über 130 dualen Studiengänge, die wir hier in Hessen haben, so ein großer Gewinn für unser Land. Und ein Punkt, den man auch nicht zu selten betonen sollte, ist, dass duale Studiengänge geradezu hervorragend dazu geeignet sind, berufliche Bildung und akademische Bildung miteinander zu verzahnen. Wir stellen ja immer wieder fest, dass dort eine Veränderung stattfindet, dass wir andere Anteile haben bei denjenigen, die sich in Richtung eines Studiums orientieren, andere Anteile haben bei denjenigen, die sich in Richtung berufliche Ausbildung interessieren. Ich glaube, dass es ein richtiger Ansatz ist, solche Entwicklungen nicht nur zu beklagen, sondern zu gestalten. An dieser Stelle gestalten wir den Wunsch von jungen Menschen, sich für ein Studium zu interessieren. Und gleichzeitig schaffen wir ein Angebot, das eben auch die berufliche Bildung stärkt. Von daher ist es doch ein ideales Angebot, wenn jetzt gerade durch den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte es die Möglichkeit gibt, dass jemand nach der mittleren Reife eine Ausbildung in einem Betrieb macht und dann mit der abgeschlossenen Ausbildung die Möglichkeit hat, eine Hochschule zu besuchen und dann eben an dieser Stelle, in diesem Betrieb, dann eben ein duales Studium zu machen. Das zeigt doch, wie erfolgreich das sein kann, wenn wir eben von dem Entweder-Oder von akademischer und beruflicher Bildung wegkommen und daraus ein Miteinander machen und berufliche und akademische Bildung besser miteinander verknüpfen. Das soll nicht heißen, dass der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte nur für das duale Studium geeignet sein soll. Das ist nicht der Ansatz, sondern es geht uns darum, dass man eben am Ende der Mittelstufe dort zwei gleichwertige Wege hat, dass man eben den Schülerinnen und Schülern sagen kann, ihr verbaut euch gar nicht, sondern im Gegenteil, ihr haltet euch alles offen, wenn ihr eine berufliche Qualifizierung anstrebt. Das geht eben so weit, dass ihr jeglichen Studiengang, jeden gestuften Studiengang an einer hessischen Hochschule annehmen könnt, z.B. eben auch einen Bachelor in Religionswissenschaft an der Uni Frankfurt. Aber diese besondere Verknüpfung die zeigt sich eben gerade beim dualen Studium. Und von daher ist das hier eine ganz wichtige Ergänzung für unseren Ausbildungsbereich. Und nun hat die FDP mit ihrem Antrag heute Morgen gefordert, dass das Land an dieser Stelle sich mehr engagieren muss. Nun stelle ich erst einmal fest, dass drei Viertel der Studierenden, die wir im Bereich des dualen Studiums haben, sind nicht die aktuellsten Zahlen, aber die, die mir bei der Vorbereitung untergekommen sind, dass das Studierende sind, die an staatlichen Hochschulen ihr duales Studium machen. Das habe ich schon verstanden. Aber ich denke, dass man das an dieser Stelle schon einmal vor die Klammer ziehen muss, wenn man über das Engagement des Landes Hessen spricht. Dann haben Sie in Ihrem Antrag so getan, als ob
dass im Bereich der Straßenbauverwaltung jetzt eine neue Idee von Ihnen wäre. In Ihrer Rede haben Sie das dann klargestellt, dass es hier an dieser Stelle, schon längst Initiativen gibt. Und wenn Sie sich das, einmal googeln, dann sehen Sie, dass dort Hessen Mobil beispielsweise schon lange auf dem Weg ist. Von daher ist das kein Argument, wenn Sie etwas noch nicht mitbekommen haben, dass etwas unter der Wahrnehmungsschwelle wäre. Größter Kritikpunkt von der Kollegin Dr. Sommer war ja gewesen, nachdem sie ungefähr 5 Minuten erst einmal herausgestellt hat, dass die Politik von CDU und GRÜNEN in diesem Bereich doch wenig kritikwürdig sei. Größter Kritikpunkt in Ihrer Rede war dann auch, naja, dass das zu wenig Werbung dafür gegeben hätte für den Bereich des dualen Studiums. Da können wir ja gerne darüber nachdenken. Aber wenn wir uns darüber austauschen, vor allen Dingen in unserem Heimatwahlkreis, sehr geehrte Kollegin Dr. Sommer, welches Standing dort duales Studium hat, insbesondere Studium Plus, dann sehe ich dort nicht, dass dort etwas zu wenig Wahrnehmung hätte, sondern da sehe ich, dass duales Studium eine herausragende Wahrnehmung hat. Und von daher glaube ich, wenn das Ihr einziger Kritikpunkt ist, sind wir an dieser Stelle gut. Lieber Kollege May, der Kollege Lenders möchte Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Eine Kurzintervention machen, das würde mir besser passen. Also, mach's. Entschuldigung. Zudem ist es so, dass die Studiengänge des dualen Studiums wirklich gerade für den ländlichen Raum ein immenser zusätzlicher Gewinn sind. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Ich sehe das bei Gesprächen bei mir im Wahlkreis immer wieder. Wenn ich da zum Beispiel hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit der Firma Horizont, deren Produkte Sie alle sehr häufig sehen, die mir erzählen, ja, das ist ein hervorragendes Angebot. Die machen das übrigens mit der Universität Kassel, dass sie eben jungen Menschen die Möglichkeit bieten können, dass sie eben parallel zu ihrer Berufstätigkeit dann eben ein duales Studium machen und nicht eben den ländlichen Raum verlassen müssen. Nun hat der Kollege Hofmeister gesagt, na ja, ich soll die Städte Bad Wildung oder Frankenberg nicht Hochschulstädte nennen. Aber es ist doch faktisch so, dass es für diejenigen, die eben vor der Entscheidung stehen, dass sie ein Studium ergreifen wollen, dass das ein zusätzliches Argument für sie ist, eben nicht in eine, sagen wir mal, Hochschulstadt bisherigen Typs geben müssen, sondern dass sie eben einer Hochschulstadt neuen Typs bleiben können, weil sie eben auch die Hochschulmodule des dualen Studiums in Bad Wildung, in Frankenberg, also in kleineren Städten machen können. Und das ist doch geradezu gewinnbringend für diese Sitzkommunen, weil sie eben dann für junge Menschen attraktiv sind, weil sie eben dort für die Betriebe, die dort ansässig sind und duales Studium anbieten können, ein zusätzliches Argument bieten können. Und von daher ist es doch, glaube ich, hervorragend, dass wir als Koalition von CDU und GRÜNEN das duale Studium so ausgebaut haben, wie wir das haben. Wir haben jetzt im Doppelhaushalt 2018-2019 noch einmal eine zusätzliche Förderung für das duale Studium geschaffen, die in 2019 dann mit 3 Millionen € zusätzlich zu dem, was wir bisher machen, dotiert sein wird. Wir machen das, weil für uns GRÜNE klar ist, das duale Studium ist eine ganz sinnvolle Ergänzung in unserem Bildungssystem. Es hat eine ganz wichtige Funktion als Bindeglied zwischen akademischer und beruflicher Bildung. Es ist Triebfeder zwischen diesen beiden Welten für den Wissenstransfer und stärkt den ländlichen Raum. Von daher glaube ich, sind 10 Jahre duales Studium in Hessen ein Grund zur Freude. Ich danke allen Vorrednern, die sich mit uns gefreut haben, und hoffe, dass sie mit uns dabei sind, dieses Modell weiter zu stärken. Vielen Dank. Zu der vom Kollegen, vielen Dank, Kollegen May gewünschten Kurzintervention hat der Kollege Lenders das Wort. Bitte. Tja, so schnell kann es gehen. Herr May, das gibt mir auch die Gelegenheit, festzustellen, dass auch von Seiten Fraktion der GRÜNEN überhaupt nichts dazu gesagt worden ist, wie Sie sich denn vorstellen, dass das Land im Jahre 2009 denn in dem Bereich duales Studium weitergeführt werden soll. Nichts Neues bei Ihnen nicht, bei der CDU nicht. Also scheinbar scheint die Fantasie, wie Sie weiter regieren wollen, jetzt schon aufgebraucht zu sein. Gut.
Meine Damen und Herren, ansonsten, Herr May, ich habe überhaupt nicht den Eindruck erwecken wollen, dass es eine neue Idee ist. Vielleicht können Sie, wenn Sie ja hier das so sachkundig vorgetragen haben, vielleicht erklären, also in welcher Zeit denn bei Hessen-Mobil unter welchem Wirtschaftsminister denn das eingerichtet worden ist. Oder, Herr May, vielleicht beantworten Sie einmal die Frage, wie viele Absolventen denn bei Hessen-Mobil in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich das duales Studium haben belegen können. Herr May, dann können Sie uns ja vielleicht auch die Frage beantworten, wenn Sie das ja alles so genau wissen, was Sie da alles in dem Bereich machen, warum denn das bei Hessen Forst nicht umgesetzt wird. Das waren die Fragen, die ich Ihnen gerne stellen wollte. Vielleicht haben Sie, haben ja jetzt ja noch mal zwei Minuten Zeit. Ich könnte jetzt ja auch das strapazieren. Die Mittagspause ist ja sowieso schon fast perdu, Herr May, aber dann können Sie vielleicht noch die paar Fragen beantworten. Vielen Dank. Kollege May, bitte. Gelbe Antwort. Sehr geehrter Herr Kollege Lenders, ich glaube, wenn wir uns über 10 Jahre duales Studium unterhalten, dann ist das schon legitim, auch darauf hinzuweisen, was wir in diesem Bereich alles erreicht haben. Und das ist eine ganze Menge. Wir haben auch gerade in der letzten Wahlperiode insbesondere durch die Öffnung des Hochschulzugangs für beruflich Qualifizierte, insbesondere durch die Stärkung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, insbesondere durch das duale Studium in der Fläche, haben wir dort eine Menge neu auf den Weg gebracht, Ideen, die auch nicht aus dem Reihen der FDP-Fraktion gekommen sind und die vor allen Dingen dafür da sind, dass wir den ländlichen Raum stärken, dass wir die Verknüpfung zwischen akademischer und beruflicher Bildung stärken. Und von daher glaube ich, ist das schon wichtig, dass man an dieser Stelle das auch einmal darstellt und auch sagt, dass das Entwicklungen sind, die man befürwortet. Denn wenn man auf etwas zurückschaut, dann gehört das, glaube ich, zur Bewertung auch dazu, dass man feststellt, was ist richtig gelaufen, was ist falsch gelaufen und dann eben auch der Regierung Hinweise gibt, das dann auch weiterzumachen. So, und zum Thema neue Ideen. Ich möchte Sie auf Folgendes hinweisen. Die Fraktion der GRÜNEN hat in der letzten Wahlperiode Konzeptpapiere auf den Weg gebracht, wo wir deutlich gemacht haben, was wir gerne in Regierungsverantwortung ändern würden. Ganz viel von dem haben wir evaluiert und haben wir auch in dieser Wahlperiode auf den Weg gebracht. Aber wir haben als Fraktion außerdem Folgendes gemacht, und auch für den Bereich der Hochschulbildung, dass wir nämlich auch gesagt haben, was stellen wir uns für Hessen für 2025 vor. Dort können Sie 10 Seiten eng beschriebenes Papier zur Hochschulpolitik gerne sich mal anschauen. Ich gebe Ihnen sehr gerne ein Konzept mit auf den Weg. Vielleicht ist das ja auch meine Anregung für die FDP, sich zu überlegen, wofür sie in Zukunft einstehen möchte. Mir ist jedenfalls aus Ihrer Fraktion nichts dazu bekannt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege May. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, ja, das Wort Erfolgsgeschichte ist das Wort, das man in der Überschrift schwarz-grüner Anträge am häufigsten lesen kann. Diesmal 10 Jahre duales Studium Hessen ist eine Erfolgsgeschichte. Und als ich den Titel 10 Jahre duales Studium Hessen ist eine Erfolgsgeschichte gelesen habe, da habe ich mich dunkel daran erinnert, dass ich schon einmal zu einem ähnlichen Antrag geredet habe, also ungefähr so vor 500 Reden habe ich. Und dann habe ich noch einmal nachgeschaut, und in der Tat vor 7 Jahren, im Februar 2011, haben nämlich die damaligen Koalitionsfraktionen CDU und FDP einen Antrag eingebracht, in dem sie sich schon einmal über 10 Jahre duales Studium in Hessen gefreut haben, damals unter der Überschrift das duale Studium ist eine Qualitätsmarke. Aber gut, so kann man sich öfter freuen, auch in verschiedenen Regierungskonstellationen. Inhaltlich sind die Anträge nicht so weit auseinander. Also von daher diskutieren wir heute mal wieder über das duale Studium. Die Hessische Landesregierung hat ja im Jahr 2013 zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft hessischer IHKs eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach die Anzahl der Studierenden bis 2020 mindestens auf 8.000 verdoppelt werden sollten.
In den vergangenen 10 Jahren haben insgesamt etwa 10.000 Menschen einen dualen Studiengang absolviert. Das nur einmal zur Größenordnung und auch zur Einordnung. Also 10.000 Absolventinnen und Absolventen in 10 Jahren, also durchschnittlich 1.000 pro Jahr. Im Wintersemester hatten wir an den Hochschulen in Hessen etwa um die 266.000 Studierende. Etwa 34.000 machen jährlich einen Abschluss an einer hessischen Hochschule. Nur einfach, um die Dimensionen deutlich zu machen. Also, wir reden hier ungefähr über 4% der Studierenden, wobei die Tendenz steigend ist. Es sind viele Vorteile genannt worden, und die liegen ja auch in der Tat auf der Hand. Ein Studium zu absolvieren, bei dem man direkt Praxiserfahrungen sammeln kann, bei dem man Geld verdienen kann, das ist erst einmal attraktiv. Es ist darauf hingewiesen worden, dass es auch für den ländlichen Raum eben die Möglichkeit schafft, dass Menschen vor Ort bleiben können, erst gar nicht wegziehen müssen. Also von daher gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen vom dualen Studium. Ich finde, wir müssen aber auch aufpassen, das will ich schon anmerken, dass wirtschaftliche Interessen, die die Unternehmen zweifelsohne haben, in diesen Studiengängen nicht die Wissenschaftsvermittlung komplett bestimmen. Ich finde, das gehört auch in diese Debatte hinzu, dass natürlich, ich sage das auch deshalb, weil Herr Boddenberg ja vorhin von dem marktkonformen Studium gesprochen hat, was mich hat etwas zusammenzucken lassen. Also von daher finde ich, muss auch hier deutlich klar sein, dass die Wissenschaft natürlich nicht allein von wirtschaftlichen Interessen beeinflusst werden darf, meine Damen und Herren. Und auch der Wissenschaftsrat hat ja seine Befürchtungen zum Ausdruck gebracht, derart verdichtete Studieninhalte könnten zu einem Verlust an wissenschaftlicher Fundierung führen. Und deshalb halte ich es auch für notwendig, vielleicht noch einmal ein paar Baustellen auch anzusprechen beim Thema duales Studium. Wir reden ja hier zum einen über die Berufsakademien, wir reden aber auch über die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die auch sagen, dass ein duales Studium eine intensive Betreuung benötigt, um qualitative Standards zu garantieren, um gute Praxisbetreuung zu garantieren. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Betreuungsrelation an den HAWs entwickelt hat, dann stellt man fest, gestern parlamentarischer Abend der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, da befindet sich, Kollegin Sommer hat es angesprochen, Hessen auf dem drittletzten Platz. Das heißt also, wir haben natürlich hier auch eine Situation, wo wir eine sehr angespannte Lage haben, was die Zahl der Professoren angeht im Verhältnis zu den steigenden Studierendenzahlen. Da sind die Betreuungsrelationen schlecht. Und deswegen muss man sagen, zusätzliche Aufgaben auch für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften muss eben auch bedeuten, dass das Land hier auch in der Verantwortung ist, die Hochschulen vernünftig auszustatten, meine Damen und Herren. Einen anderen Punkt hat auch Kollegin Sommer schon angesprochen. Die Frage Studienabbruch ist eine Frage, die für Menschen im dualen Studium ein Problem sein kann. Was passiert, wenn man aus welchen Gründen auch immer ein Studium abbrechen möchte, ein Studium abbrechen muss? Aber auch die Frage Regelstudienzeit, finde ich, gehört damit rein. Die Frage der Mobilität. Also ich finde, man musste schon noch einmal schauen, inwieweit man auch Dinge noch einmal standardisieren, vereinheitlichen kann, dass es eben auch überhaupt möglich ist, dass z.B. Studierende, die ein duales Studium machen, ja auch die Frage ist, haben sie die Möglichkeit, ins Bundesland zu wechseln, wenn es notwendig ist, oder haben sie vielleicht auch die Möglichkeit, auch ins Ausland zu gehen? Haben sie die Möglichkeit, sich eben auch an der Hochschule gesellschaftlich dort einzubringen? Haben sie den Raum auch dafür? Das sind Fragen, die ich noch aufwerfen will. Ich kann meinen Vorrednern zustimmen aus der Opposition, dass das Land Hessen mehr im Bereich Ausbildung machen muss, dass im Bereich duale Ausbildung. Selten war ich mir mit Herrn Lenders und der FDP so einig, dass das Land hier wirklich eine Verantwortung hat, mehr für Ausbildung. Ja, in der Tat trage ich heute gelb, Kollege Frömmrich. Ich habe mir gedacht, jetzt, wo die FDP magenta ist, könnte ich die Farbe gelb ja auch wieder positiv besetzen, politisch. Von daher habe ich jetzt gedacht, und außerdem, ja, draußen scheint die Sonne, da kann man auch mal gelb tragen. Also, aber es passt ja insofern ganz schön, dass ich heute eben dem Kollegen Lenders da auch sehr zustimmen kann, was die Verantwortung des Landes angeht, und zwar sowohl bei der dualen Ausbildung
als auch was das duale Studium angeht. Da kann das Land in der Tat sehr viel mehr machen. Aber wir haben ja im vorherigen Tagesordnungspunkt, wo wir ja lange über die berufliche Ausbildung gesprochen haben, ja schon darüber geredet, dass sich das Land hier und der öffentliche Dienst weitgehend aus der Verantwortung zurückgezogen hat. Deshalb festzuhalten, das duale Studium kann und ist ein sinnvolles zusätzliches Angebot. Es hat viele Vorteile. Es gibt ein paar offene Fragen, die, finde ich, auch diskutiert und angesprochen werden müssen. Und, insgesamt ist der wichtigste Punkt für uns natürlich die Durchlässigkeit im Bildungssystem. Das gilt sowohl für die Berufsausbildung, dass es eine Durchlässigkeit gibt zur Hochschulbildung. Das gilt aber auch für das duale Studium, dass es eben z.B. die Möglichkeit gibt, dass ein Master auch gemacht werden kann und dass auch hier eine Durchlässigkeit besteht. In diesem Sinne werden wir den Antrag, können wir ja im Ausschuss weiter diskutieren, aber die offenen Baustellen wollte ich benannt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Wissenschaftsminister, Staatsminister Boris Rhein. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte ganz zu Anfang die Gelegenheit nutzen, mich bei all denen, die am dualen Studium in Hessen beteiligt sind, zu bedanken für eine wirklich außergewöhnlich gute Zusammenarbeit in den vergangenen 10 Jahren bei den 17 Bildungsanbietern, bei den Unternehmen natürlich, bei den Wirtschaftsverbänden, aber das will ich auch deutlich sagen, bei den beteiligten Ministerien, die in wirklich sehr guter und konstruktiver Zusammenarbeit möglich gemacht haben, dass wir in Hessen, es ist bereits erwähnt, haben heute 130 duale Studienmöglichkeiten haben. Und ich finde schon, Frau Wissler, Sie haben recht, das ist wirklich eine erfolgreiche Bilanz. Das ist eine Erfolgsstory. Und Sie lesen das über so vielen unserer Anträge, weil wir so viele Erfolgsstories in den letzten 5 Jahren möglich gemacht haben. Und ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir gemeinsam das duale Studium in seiner vielfältigen Form auch in den kommenden Jahren stärken, dass wir es ausbauen, weil es eben eine wirklich Vielzahl von Antworten auf die Fragen gibt, die wir uns stellen und die uns umtreiben. Damit bin ich zuallererst natürlich beim Wandel der Herausforderungen, mit dem wir umgehen müssen. Wirtschaftliche Herausforderungen, die demografische Entwicklung und Veränderungen der Arbeitswelt ist uns nicht unbekannt, verursachen natürlich einen zunehmenden und auch gewandelten Fachkräfte- und Qualifikationsbedarf. Berufliche Aufgaben und Fragestellungen werden immer deutlicher, immer komplexer und erfordern natürlich in vielen Berufen auch eine sehr anspruchsvolle Aus- und Weiterbildung. Und in sehr vielen Unternehmen besteht ein enorm hoher Bedarf an Nachwuchskräften, die sowohl theoretische Kompetenzen für diese Anforderungen als eben auch berufspraktische Erfahrungen mitbringen. Und dennoch, viele berufliche Tätigkeitsprofile bedürfen natürlich einer Methoden- und Sachkompetenz auf einem weitaus höherem Niveau, als das in der Vergangenheit vielfach der Fall gewesen ist. Und natürlich stellt sich dann, es ist ja auch heute schon angeklungen, dann die Frage, müssen denn alle studieren? Die Antwort lautet natürlich nein. Es müssen nicht alle studieren. Und damit bin ich bei der ja teilweise sehr lebhaft geführten Debatte, die manchmal mehr auf Gefühlen als auf Evidenz basiert, die wir Akademisierungswahn nennen, ist es ganz erstaunlich, dass die mit Vorliebe von denen geführt wird, die das Privileg einer akademischen Ausbildung erfahren durften. Und oftmals auch, wenn Sie die Frage stellen, wie bilden Sie denn Ihre Kinder aus, Sie keine überraschende Antwort bekommen, aber das nur am Rande. Seitdem mehr junge Menschen ein Studium beginnen als eine Berufsausbildung, ist natürlich die Frage durchaus berechtigt, die mit teilweise besorgtem Unterton gestellt wird, wofür braucht das Land so viele Akademiker, und die Frage, die dann auch gleich wieder gestellt wird, wer soll denn in Zukunft all die handwerklichen Dinge erledigen, die erledigt werden müssen. Und, meine Damen und Herren, das ist leider eine nach wie vor zu starre Diskussion, die wir führen, akademische oder nicht akademische Ausbildung, Hochschule oder Berufsschule. Das sind die, ich sage das bewusst in Anführungsstrichen, ja, Gegensätze, von denen die Debatte über die auch wieder Anführungsstrich richtige
Akademikerquote so vergnügt lebt. Ich sage da sehr deutlich Nein. Ich halte überhaupt gar nichts davon. Ich schließe an das an, was Michael Boddenberg vorhin in einem anderen Redebeitrag zu einem anderen Tagesordnungspunkt gesagt hat. Ich halte überhaupt gar nichts davon, Ausbildung und Studium gegeneinander auszuspielen. Natürlich ist eine Situation, in der die Hörsäle sich füllen, aber eben nur um den Preis, dass die Werkbänke sich leeren, nicht erstrebenswert. Und trotzdem, Begriffe wie Akademikerschwemme sind vollständig fehl am Platz, weil sie suggerieren, wir würden massenhaft arbeitslose Akademiker produzieren, die nicht wissen, was sie tun sollen. Das ganze Gegenteil, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist doch der Fall. Wenn Sie sich die Absolventenzahlen anschauen und was sie danach machen, wir haben bei den Absolventen unserer Hochschulen nahezu Vollbeschäftigung. Aber das ist auch gar nicht das Ausschlaggebende bei der Debatte. Ich halte die Debatte über solche Überakademisierungen oder gar über das, was Herr Niederrümelin, übrigens auch einer, der das Privileg einer akademischen Ausbildung hat erfahren dürfen, für vollständig irreführend. Sie ist undifferenziert und im Übrigen, und das ist jetzt das Ausschlaggebende, sie schadet dem Gedanken von mehr Durchlässigkeit zwischen den Bildungsbereichen. Und das ist genau das, was wir brauchen, mehr Durchlässigkeit zwischen den Bildungsbereichen. Wir brauchen beides. Wir brauchen Absolventen aus der beruflichen Bildung. Wir brauchen Absolventen aus der akademischen Bildung. Und wir brauchen vor allem eine schlüssige Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung, meine Damen und Herren. Exakt das ist es ja, das duale Studium, weil es verbindet die berufliche mit der akademischen Ausbildung. Und das Angebot, das können Sie ja auch sehen, es trifft den Nerv der jungen Leute und es trifft auch den Nerv der Unternehmen. Und damit bin ich bei einer weiteren uns umtreibenden Frage. Wie schaffen wir die regionale Beschäftigungssicherung? Das heißt, wie gelingt es uns, junge, gut ausgebildete Menschen und die sie nachfragenden Unternehmen in der Region zu halten? Die Antwort lautet natürlich, Voraussetzung für diese regionale Beschäftigungssicherung ist, dass es ausreichend verfügbare, qualifizierte Fachkräfte gibt. Quantitativ allerdings, das darf man bei der Debatte gar nicht vergessen, quantitativ ergeben sich natürlich hier vor allem an zwei Faktoren die entscheidenden Probleme. Das ist zum einen die demografische Entwicklung, wir sprachen auch darüber bereits heute, und es ist zum anderen der Trend der Urbanisierung. Das heißt, die nach wie vor, da muss man sich doch nichts vormachen, komplett ungebremste Wanderung, gerade auch junger Menschen auf der Suche nach akademischer Ausbildung in die städtischen Räume. Und da hilft nach meiner festen Überzeugung nur diese jungen, begabten Leute mit interessanten Angeboten im ländlichen Raum zu halten. Und wiederum exakt, das ist der Ansatzpunkt des dualen Studiums. Insoweit leisten duale Studienangebote einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Fachkräfte in den Regionen ausgebildet und junge Menschen für den ländlichen Raum gewonnen werden können. Lassen Sie mich lediglich stellvertretend auf das Studienkonzept Studium Plus der THM eingehen. Es gibt so viele andere gute Konzepte. Wir reden immer sehr gerne über die THM. Viele andere unserer Hochschulen machen andere weitere gute Angebote. Aber ich will hier mal darauf eingehen. Insgesamt 6 Außenstellen, unter anderem in Frankenberg, in Bad Wildungen, in Bad Hersfeld, in Bietenkopf, in Bad Vilbel und in Limburg, stehen für dieses duale Studienangebot, das ganz klar auf die Qualifikationsnachfrage der Region zugeschnitten ist. Und das genau ist der Weg, wie die demografischen Probleme des ländlichen Raumes zusammen mit der Wirtschaft gebremst werden können und wie sehr die Wirtschaft in Mittelhessen und darüber hinaus das Studienmodell angenommen hat und wie engagiert sie es unterstützt, das will ich auch einmal deutlich sagen, das unterstreicht die Zahl der mittlerweile über 750 Mitgliedsunternehmen nur dort, die sich im Zusammenschluss der Partnerunternehmen der THM zusammengefunden haben. Sie kommen eben nicht aus den Ballungsräumen, sondern sie kommen aus Lich, sie kommen aus Hohenroda, aus Altenstadt eben oder anderswoher. Und das alles zeigt, dass duales Studium ist nicht nur gelungene Bildungspolitik, sondern es ist wirklich gelebte Regionalpolitik und es ist vor allem auch starke und sinnvolle Wirtschaftsförderung im besten Sinne. Und deswegen wollen wir
Sie, Herr Lenders, haben danach gefragt, was sind denn unsere Zukunftspläne? Erstmals ist es natürlich gut. Alles, was gut ist, alles, was so gut ist wie das duale Studium, müssen ja nicht grundlegend verändern. Ja, ich will es Ihnen beantworten. Wir wollen es natürlich weiter ausbauen, das duale Studium. Das ist eine Antwort auf Ihre Frage. Und wir wollen es unterstützen mit dem Ziel, die Zahl der Dualstudierenden von derzeit rund 5.000 auf 8.000 zu erhöhen. Und dafür ergreifen wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen. Im Hochschulpakt 2016 bis 2020 haben wir das vereinbart mit den Universitäten und mit den Hochschulen insgesamt. Wir haben die Förderung der Einrichtung neuer dualer Studiengänge im Rahmen des Studienstrukturprogramms veranlasst. Das Land finanziert darüber hinaus dual Studierende an staatlich anerkannten Berufsakademien in Hessen mit jährlich bis zu 1.000 € je Studierender. Und ganz aktuell, Herr May hat darauf angesprochen, stellen wir für die Förderung dualer Studienangebote im Doppelhaushalt 2018-19 eine 500.000 €, im Jahr 2018 eine Million und ab 2019-2020 2 Millionen € zur Verfügung, damit eben neue Studienangebote aufgebaut werden können, dass eine Stärkung von Kooperationen stattfindet und eine Vernetzung der Hochschulen. Lassen Sie mich, lieber Herr Lenders, vielleicht noch ganz kurz auf Ihren Antrag eingehen. Natürlich finden sich an den Verwaltungsfachhochschulen des Landes für die Polizei, für die allgemeine Verwaltung, für die besondere Verwaltung auch dual angelegte Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Aber ich will mich ausdrücklich bedanken bei Ihnen, dass Sie in Ihrem Antrag auf die Digitalisierung in der Landesverwaltung eingegangen sind und abstellen. Denn das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, was wir geändert haben, was wir machen, und für das Engagement der Landesregierung. Und genau deshalb haben wir im vergangenen Jahr gemeinsame Gespräche mit den Vertreterinnen und Vertretern der Hochschule Rhein-Main, der Staatskanzlei, des HMDF, der HZD und des Innenministeriums geführt, um die Entwicklung eines dualen Studienangebotes im Bereich E-Government, Verwaltungsinformatik zu ermöglichen. Und wenn Sie die Presse in den vergangenen Wochen aufmerksam gelesen haben, dann wissen Sie, dass die Hochschule Rhein-Main zusammen mit der HZD am 3. März 2018 ihren neuen dualen Studienschwerpunkt Verwaltungsinformatik vorgestellt hat, in dem die gesamte Ausbildung des IT-Nachwuchses für das Land erfolgen soll. Auf Basis des geschlossenen Kooperationsvertrages werden dann ab Oktober 2018 bis zu 25 Studierende ganz praktisch in der HZD oder den anderen Dienststellen des Landes arbeiten und zugleich wissenschaftlich an der Hochschule Rhein-Main ausgebildet. Das ist ein richtiger Weg, und das ist etwas, was wir jetzt eingeführt haben. Insoweit bin ich dankbar für das, was Sie angemahnt haben. Aber wir haben es schon erledigt, Herr Lenders. Damit komme ich zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Das duale Studium ist eine Erfolgsstory, in der Tat, verehrte Frau Wissler. Es ist eine innovative Studienform, die sowohl den Bedürfnissen nach akademischer oder auch und nach beruflicher Ausbildung optimal gerecht wird. Die Landesregierung wird diesen Weg weiterhin kraftvoll unterstützen und beschreiten. Mein ausdrücklicher Dank, das will ich hier an dieser Stelle noch einmal sehr deutlich unterstreichen, gilt natürlich den Partnern, die diesen Weg möglich gemacht haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Vereinbart, dass der Entschließungsantrag 19/6165 und der Dringliche Antrag 19/6191 in den zuständigen Fachausschuss überwiesen werden, mit WVA beteiligt. Allgemein ist das so. Jawohl, dann machen wir es auch so.